Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen. Freitag, der 10. September. Der letzte Satz aus unserem Kolosserbrief gestern hieß so: Alles, was ihr in Wort oder Werk tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Dankt Gott dem Vater durch ihn. Ja, das wollen wir nach Kräften tun, weil in diesem Danken und die Quelle unserer Kraft liegt, Eucharistete. Und deshalb, wie es schon jetzt unser Brauch geworden ist, da die Bahnlesung aus dem Kolosserbrief hier abgebrochen wird, in der Mitte des dritten Kapitels kommt noch ein weiteres, schwenken wir jetzt wieder auf das Evangelium um. Die Lesung Bahn ist der erste Timotheusbrief, aber den kriegen wir schon irgendwann auch mal, ein besonders guter Brief, aber heute Evangelium aus dem sechsten Kapitel bei Lukas, nach der Feldrede, die dort das Pendant zur Bergpredigt bei Matthäus ist, also die Seligpreisungen und die Liebe zu den Feinden. Ja, jetzt finde ich es gerade nicht. Doch, hier. Ich sehe eigentlich so gut, sonst wundere mich, dass ich mit dem Sehen irgendwie Probleme habe. Jener Zeit sprach Jesus auch in Gleichnissen zu ihnen: Kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister, jeder aber, der alles gelernt hat, wird wie sein Meister sein. Also mein Optiker hat mir beim Brillenmachen schon öfter bestätigt, dass ich glaube, 130% Sehkraft habe und wirklich sehen kann wie ein Luchs. Und was ich auch besonders gut sehe, ist das, was so die anderen tun, und auch ihre Fehler entgehen mir also überhaupt nicht. Ich danke Gott, dass ich kein Blinder bin, der dann die Blinden, die hinter ihm hergehen, in die Irre führen könnte, sondern dass ich so scharfsichtig bin. Ach, hier geht es aber im Evangelium auch noch weiter. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wo gibt es denn sowas, dass jemand einen Balken im eigenen Auge hat? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du selber den Balken in deinem Auge nicht siehst? Sowas. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Da ist ja vielleicht doch ein Glück, dass ich dieses Stück in unserem heutigen Evangelium noch entdeckt habe. Dann mache ich das jetzt mal und ziehe den Balken aus meinem eigenen Auge raus. Der Humor in den Gleichnissen Jesu ist an dieser Stelle besonders deutlich, denn die Vorstellung von jemand, der einen Balken im eigenen Auge hat und ihn nicht erkennen kann und dafür aber ganz genau sieht, was alle anderen falsch machen, ist einfach witzig. Ja, also wenn Sie auch sowas, so einen Teil an sich haben sollten, nur heraus damit, dann sieht man besser und kann auch besser vorlesen. Gott segne und behüte Sie alle.